Hans-Peter Doskozil hat den Grundstein zu seinem kometenhaften Aufstieg in der Flüchtlingskrise 2015 gelegt. Als burgenländischer Landespolizeidirektor hat er damals nämlich nicht weggeschaut. Momentan ist die Situation noch ruhig. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Herausforderung. Und weil in Österreich zwei gerade Sätze immer schon genügt haben, um ein Polizist zu werden, ist Doskozil wenig später zum Verteidigungsminister aufgestiegen. Hier hat er viel bewirkt, was bleiben wird. Wir kommen nun zur Uraufführung, den Hans-Peter Doskozil-Marsch. Und wir wünschen viel Vergnügen. Trotzdem hat ihn der Wahlverlierer Christian Kern in der SPÖ nicht an die Macht kommen lassen, sondern hat Pamela Rendi-Wagner auf dem Thron installiert, während Doskozil Landeshauptmann des Burgenlands geworden ist. Von nun an suchte Doskozil, wo immer möglich, die Konkurrenz zu Rendi-Wagner. Und auch wenn ihn seine Stimme zunehmend im Stich ließ, arbeitete der Viktor Adler vom Neusiedlersee beständig an seinem sozialdemokratischen Programm. Wie etwa dem Mindestlohn für Landesbedienstete. Ist ein Zeichen von Dank. Ist auch ein Zeichen von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Diese Menschen ordentlich zu entlohnen. Doch seine Parteivorsitzende hatte vor allen Anwesenden auf offener Bühne nichts als Spott für ihn übrig. Es gibt im Burgenland keine kräftigere Stimme, keine stärkere Stimme für die Menschen in diesem Land als die vom Hans-Peter. Doskozil zog sich daraufhin ganz aus der Bundespolitik zurück, lebte in privater Abgeschiedenheit. Ausgefüllt nur von den verantwortungsvollen Tätigkeiten eines burgenländischen Landeshauptmannes. Eröffnung von Baustellen, kulturelle Initiativen für die musikalisch interessierte Bevölkerung und natürlich der jährliche Empfang einer Delegation aus der Marktgemeinde Wiesen mit süßen Grüßen von der Genussregion Wiesener Ananas-Erdbeere. Doch jetzt, wo Hans-Peter Doskozil seine Pläne zur Umgestaltung des Burgenlandes abgeschlossen hat, verlässt er endgültig das Schilf, um in der Bundeshauptstadt Wien keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Jetzt will er mit dem Kopf durch die Wand und mit dem Ellbogen durch die Partei. Was soll man dazu sagen? Mama Mia!